Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Harz-Vlog. Ja, auch ich möchte sagen, hallo und herzlich willkommen. Unser zweiter Zuschauertipp für eine Parkanlage, Grünanlage in Goslar. Das ist heute unser Thema. Wir sind immer noch am Frankenberg. Der andere Park, den wir letztes Mal gezeigt haben, der liegt hier im Grunde auf der anderen Seite der Straße. Ja, wir wollen jetzt hier mal gucken, was der hier so... Gucken wir uns mal um, ne? ...schönes zeigt. Was ich hier ganz schön finde, ist, ähnlich wie bei der anderen Anlage, obwohl hier steht nochmal ein Schild dabei, dass hier so eine Bienenwiese ist. Die sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Wir befinden uns im Herbst. Aber ich denke mal, im Frühjahr und im Sommer hat das hier schön geblüht und war ein Biotop für die Bienen. Und das sollte man eigentlich dann auch beherzigen, dass man da nicht reintritt, nicht reinfährt, dass man das in Ruhe lässt. Wo ich jetzt sagen könnte, der Wind hält sich nicht dran. Das ist alles so ein bisschen zerzaust, aber das ist den Bienen wohl egal. Ja, denke ich auch. Ansonsten haben wir hier unten unser obligatorischer Test. Haben wir gefunden, zweimal eine Sitzgelegenheit, aber ein bisschen schattig, ne? Ja. Jetzt gucken wir mal, ob es vielleicht sogar dreimal... Nein, es sind nur zwei Bänke da. Vorsicht. Ja, hier kann man sich schön hinsetzen, aber man sitzt im Schatten. Ne? Und das hatten wir ja eben schon angesprochen, glaube ich. Ne? Die Stadtmauer, eine Mauer, ein gemauerter Bereich. Aber ob das jetzt eine Stadtmauer ist? Oder ob das die Feldmauer ist oder ob das nur gemauert ist, damit Stabilität ist und was aus welchem Grund die Grünanlage hier so ist. Ich meine, das mit den Bienen ist ja neu. Das wird ja nicht der Grund gewesen sein, weswegen man hier so eine Grünanlage angelegt hat. Die wird es schon länger geben, denke ich mal. Ne? Ich muss sagen, die ist hier beinahe noch schöner als die andere, obwohl ich die andere mir schöner vorstellen könnte mit dem kleinen Bachlauf und mit dem Teich dahinter oder mit diesem Feuergraben. Das ist hier wie so ein Gefängnisinnenhof. Aber es ist natürlich auch laut von der Straße her und vielleicht auch deshalb nicht ganz so... Ja, das ist das Problem, weil wir hier die Kreuzung hinter uns haben. Mhm. Und die Blätter verfärben sich so langsam. Also, ja, ganz schön. Man hat es mal gesehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns noch mal auf der Bank niederlassen, ein bisschen ausruhen von dem anstrengenden Dreh. Das machen wir jetzt. Na gut, das wird jetzt nur ein kurzer Beitrag werden. Ja, die Grünanlage hat nicht ganz so viel hergegeben, aber wir wollten es euch trotz allem nicht vorenthalten. Ja, und wir bedanken uns natürlich dafür, dass wir diesen Tipp für diesen Park, Grünanlage, wie auch immer man das bezeichnen möchte, bekommen haben. Genau, das ist ja immer schön, wenn wir dann irgendwas finden, was wir selber auch noch gar nicht kennen. War dann auch unser letzter Park, den wir dieses Jahr besuchen werden, denn im Dezember wollen wir wieder backen. Das haben wir im letzten Jahr ja auch gemacht und im Dezember seht ihr dann wieder eine Backvorführung von uns. Genau, ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Garantiert etwas, was ich mag. Ich esse ja die Kekse ganz gern. Letztes Mal, was hatten wir letztes Jahr gebacken? Das hieß Berliner Brot. Berliner Brot. Dieses Mal haben wir etwas anderes. Ich glaube, ich werde Margaretenthaler backen. Ja. Lasst euch überraschen, schaltet auch im Dezember ein bei Harz TV auf YouTube und bei TV 38. Gibt immer was Neues, ne? Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.